Hallo und willkommen zurück zu Phoenix Point Year One Edition und wir werden jetzt hier direkt mal loslegen, indem wir diesen Beutezug machen, Rette Soldaten der Unabhängigen. Vielleicht kriegen wir dadurch auch direkt einen neuen Charakter, wobei ich dann nicht wüsste, ob der noch abgeholt werden müsste oder so. Wie dem auch sei, wir machen das jetzt mal. Was den DLC betrifft, gehe ich jetzt auch stark davon aus, dass der nicht hier in das aktive Spiel reinkommen wird, weil man die DLCs ja beim Starten des Spiels separat aktivieren muss. Also, ja. Es soll aber jetzt einen Patch geben, beziehungsweise den hat es zum Zeitpunkt, wo dieses Video live geht, dann vermutlich schon gegeben. Muss man mal schauen. Da dürftest du auch noch mal die eine oder andere kleinere Balancing oder Ease-of-Use-Änderung geben. Schauen wir mal. Wir machen jetzt hier den Beutezug. Jawohl, Mission starten. Und die sind schon alle fertig ausgerüstet. Und dann können wir auch direkt mal einsetzen. Lähmungsschaden erzeugt eine Aktionspunktstrafe, die auf dem Wert des Schadens im Vergleich zur Stärke des Ziels basiert ist. Ja. Aber nicht der Lebenspunkte. So. Beutezug Rettungsmission. Finde und erreiche Soldaten so schnell wie möglich, dann evakuiere mit ihnen zusammen Fahrzeuge. Fahrzeuge, die Sprintfähigkeiten und der Raketensprung helfen dir dabei. Soldaten retten 0 von 3. Und dann müssen wir wieder raus. Und wir haben da ein Exit und hier ein Exit. Wobei der schön blinkt und der blinkt auch. Okay. Haben wir noch mehr Exits? Ne. Da müssen wir also hin. Wir sehen noch niemanden, was natürlich hier bei so einer großen, weiten Fläche schon etwas interessant ist. Das heißt, wir müssten da eigentlich auch ziemlich gut nach vorne preschen können. Nehmen wir... All set. Ja, nehmen wir den. Hostile spotted. Okay. Die Vergessenen. Weiß nicht, ob der mich dann sieht. Enemy contact. Okay. Interessant. Na, jetzt wird er mich ganz bestimmt gesehen haben. Ich meine, der wird nichts machen können. Der wird wahrscheinlich sich einmal bewegen müssen. Aber... Oh. Na, der kann da auch nichts machen. Der muss sich auch auf jeden Fall einmal bewegen. Also ich bin ziemlich zuversichtlich, solange das bei den Dreien bleibt, dass wir die nächste Runde einfach alle umpusten können. Position ist nicht ganz so toll. Das ist auch nicht ganz optimal. Ich meine, ich könnte ihn auch da hinstellen. Ja. Halt auch nicht super, aber... Holding position. What's our plan? Sprinting to position.
Und der letzte noch. Der muss ja im Grunde auch nichts tun. Den lasse ich einfach da stehen. Der muss nur alle mit Punkten versorgen. Und dann haben wir den noch. Der kann hiermit noch overwatchen. Und damit haben wir alles. Die Frage ist natürlich auch, wo die Soldaten sind und ob man die retten, also ob die direkt angegriffen werden. Oder die sind alle alarmiert. Aber stand jetzt noch nicht, ob die mich gesehen haben. Oh. Okay, da muss ich jemanden retten. Und der ist mit Sicherheit jetzt direkt tot. Der ist tot. Ist auch tot. Ja, das ist ja ein bisschen dämlich. Da kommt wieder das Laden und Speichern ins Spiel. Soldaten retten 0 von 3. Ich bin mir recht sicher, dass der eine schon tot ist. Also das kann ich eigentlich dann neu starten. Wenn natürlich hier diese Typen, die man retten muss, direkt neben den Gegnern stehen. Ja, wie soll denn das funktionieren? Klar, ich könnte mal gucken, ob ich vielleicht einen rette, aber dann bräuchte ich wahrscheinlich die Mission noch gar nicht zu starten. Ich weiß nicht, was das für Auswirkungen hat, aber ich nehme mal an, umso mehr man rettet, umso besser. Also im Idealfall würde ich ja schon alle retten wollen. Das ist natürlich jetzt hier erstmal dieselbe Map und auch derselbe Startpunkt. Das muss aber ja nicht unbedingt so sein. Wir sehen aber nach wie vor keinen, was schon ein schlechtes Zeichen ist. Das heißt, die sind noch näher beieinander wahrscheinlich. Aber dann kann ich hier schon fast einfach nur nach vorne laufen. Weil ich vermute fast, dass das hier jetzt auch schon wieder auf einen Neustart hinausläuft. Dass ich quasi entweder Gegner oder Typen, die man retten kann, direkt am Anfang sehen muss. Ansonsten kann man es eigentlich vergessen. Meine Einschätzung jetzt. My turn. Und wahrscheinlich ist das Zurückbleiben und Overwatchen jetzt auch nicht besonders sinnvoll. Weil man damit natürlich nicht so schnell an die Gegner rankommt, als wenn man nur sprinten würde. Aber egal, was er macht, ist es wahrscheinlich alles nicht gut. Immerhin sind die Unabhängigen jetzt direkt mal dran und das heißt, da sind auf jeden Fall das sind schon drei. Der ist tot anscheinend. Der kann aber nicht nochmal schießen. Das heißt, hier haben wir drei. Was war das? Da haben wir dann wohl alle drei drin, die wir retten müssen. Aber auch hier wieder, wir sind quasi auf der anderen Seite der Karte und die sind alle zusammen bei Gegnern. Also designtechnisch ist das schon gar nicht mal so gut. So, den können wir sehen.
Sehr schön. Kopf deaktiviert. Von da hätte man eine geringe Chance. Was sollte denn das? Hat sich jetzt leicht gedreht, dafür aber irgendwas verloren. Ja, jetzt kann er nicht mehr da angreifen. Aber die Unabhängigen sind zuerst dran, also vielleicht können die sich da ein bisschen rausretten. Ich muss voll drauf sprinten. Der kommt da nicht durch. Er könnte aber... Ja, lauf mal direkt dahin. Das spielt dann da sowieso keine wahnsinnige Rolle. Wir müssen halt möglichst schnell da oben hin. Moment, der hatte jetzt seine Waffe, oder? Ne, hat er noch nicht. Ich dachte eigentlich, dass sie fertig geworden wäre. Vielleicht auch vergessen auszurüsten. Okay, gucken wir mal. Banditen. Oh, da ist auch noch einer. Naja, und noch. Na, der ist aber eine Blutung an. Oh, und damit ist er tot. Ja, wie soll denn das funktionieren? Ach, der ist Gedanken übernommen. Oder so. Ja, aber das ist schon irgendwie doof gemacht. Also wir müssen irgendwie gucken, dass wir durch Zufall direkt neben denen starten. Oder dass die Gegner zumindest bei uns sind, damit wir deren Last davon wegnehmen können. Wenn ich natürlich direkt Gegner bei mir habe und die umschießen kann, dann sieht das natürlich auch anders aus. Aber das ist vom Design her schon äußerst schlecht gemacht, finde ich. Wo ist der? Mhm. Ja, ich muss ja die möglichst schnell, möglichst früh ausknipsen. Ready to engage. Ah, das war vielleicht nicht ganz so gut. Okay, der ist aber tot. Ja, auch 10, der stirbt an Blutung. Da habe ich einmal die Fähigkeit verschenkt, aber der kann zumindest noch overwatchen. On the move. Noch einen sehen wir noch nicht, aber ich lasse das mal so. Hier sieht auch niemanden mehr. Okay, der ist zumindest jetzt auch noch nicht bei meinen Typen, wenn die wieder da oben sind. Ich laufe jetzt mal gezielt so dahin, dass der auf mich schießen kann. Damit der eben nicht zu denen oben hinläuft. Hm.
on it. Oh, da ist auch noch einer. Berserker. Mhm. Das ist sehr gut, dass ich dem noch was gelassen habe. Na. Das gibt's doch nicht. Ja, du Held. Okay, wenn wir den nehmen, der geht ja sowieso quasi durch die ganze Karte. Waffe abfeuern. Es ist halt von dem Zielen hier schon äußerst ungünstig. Gotcha. Okay, der verblutet. Das Ding ist halt schon verdammt stark für einen Aktionspunkt. Okay, der läuft dann oder springt dann auch direkt nach vorne. Hätte ich natürlich auch zuerst machen können, aber da scheint jetzt auch niemand zu sein. Also niemand weiteres. Das heißt, wir haben zwei schon ausgeschaltet. Okay. Okay, vielleicht kriegen die den auch direkt tot. Ah, shit. Ah, der ist gestorben. Wunderbar. Der kann nur noch... Ne, kann er gar nicht mehr angreifen. Okay, das sieht gut aus. Wir haben also hier zwei. Und wir müssten mit dem auch sehr bald halt wieder schießen. Dann bringe ich jetzt hier auch direkt weiter nach vorne. Den da sieht er noch nicht, da müssen wir noch... Ja... Der kann zwar dann nicht angreifen, aber der kann den eventuell aufdecken. Mhm. So, bei dem ähnlich, der springt dahin. I'm here. Ja, und die können auch nur noch drauflaufen quasi. Eventuell, ja, ich schieß mal von da aus. Ah, ist aber nicht besonders gut. Okay, noch den.
Dann nehmen wir... Ja, die sind natürlich beide problematisch. Der könnte auch das machen. Das ist wahrscheinlich da sogar besser. Weil getötet bekommen wir den eh nicht. Ja. Und der benutzt das Ding auf den... Naja, das Ding ist übelst stark. Nur einen Angriff gehabt. Das war jetzt auch nicht so toll, aber der kann halt nur einmal agieren jetzt. Okay, wunderbar. Dann nehmen wir die, weil die sonst nichts machen können. Ja, der kann auch so drauf schießen, das macht da auch keinen Unterschied. Dann du, dann muss ich mal gucken. Und der muss sich noch bewegen. Der hat... Der könnte zweimal schießen. So. Das könnten jetzt schon alle gewesen sein. Unter Kontrolle. Den müsste ich hier drüber bekommen. Unter Kontrolle. Der hat noch Panik. Okay, die müssten aber ja hier raus. Let's do this. I'm ready. Und darüber. Das wäre der schnellste Weg. Oder wir gehen halt noch da unten. Aber ne, gehen wir darüber. On the double. Ich bin eigentlich recht zuversichtlich, dass das jetzt alle waren. Was die ganze Mission schon sehr albern macht. Sniper. Ja, gehen wir mal da hoch, um ein bisschen auch noch zu spähen. Ich muss ja meine Leute auch noch evakuieren. Also die sollte ich jetzt auch nicht wild in die Pampa schicken. Okay. Okay, das sind neu dazugekommene. Die sollten wir dann natürlich erledigen. Wieso kann der denn nicht? Vielleicht mit dem zuerst. Let's make this happen. Naja, super war das nicht. Ähm,
Wir müssen ja auf jeden Fall den da erreichen. Drei. Ich könnte da auch hinspringen und dann direkt reinlaufen. Ich glaube, das ist am besten. So. All set. Dann kann der nämlich jetzt auch direkt die Beine in die Hand nehmen. So, der darf aber auch nicht von dem oben angegriffen werden. Ich glaube, von wenn er da steht, wäre er sicher. Und da machen wir das ähnlich. Mhm. So. Da haben wir den Laser wieder. Der kann aber von da nicht angreifen. Er könnte... von da rüberschießen. Let's go. Mhm. Doing it. Torso geht nicht. Target hier. Das Teil ist so stark, das ist eigentlich overpowered. Müsste. Da dürfte eigentlich so gar nicht im Spiel sein. Mhm. Kann sein, dass die sehr, sehr schnell respawnen, die Gegner. Also neu reinkommen. Deshalb sollte ich mich hier mal beeilen. Also der hat sowieso Panik. Das heißt, um den muss ich mich auch eigentlich zumindest nicht so direkt kümmern. Oder muss auch nicht in Deckung gehen. Laufen so... oh, was ist denn das? Kann ich mir irgendwie angucken? Niyat AR. Okay, Moment, die muss ich mir mal aufschreiben. Das ist ein ein Sturm der Unabhängigen. Sturmgewehr. Also ich nehme mal an, dass das dann als Assault Rifle zählt. Das ist ja ein Stürmer. Yat. AR. Na, shit. Yat. AR. Irgendwas ist hier doof. Macht Schaden 30, also wenig. Zerfetzen 1, auch wenig. Salve 6. Range 17. Aktionspunkte 2. Munition 30. Ja, die ist mal ziemlich schlecht. Dann vermute ich auch mal, dass man die gar nicht bekommen kann, weil die ist nochmal wesentlich schlechter als, als die Startwaffe, die man hat. Okay, gehen wir mal hier hin. Und bolzen da drauf. Der kommt da noch nicht mal durch. Aber gut. Let's go. Okay. Mhm. Wie viel hat der? Willenskraft noch 8. Wunderbar. Dann machen wir nochmal. Wie konnte denn der daneben gehen?
Okay, der hat wahrscheinlich noch mehr als 10. 17. Moving to position. Wunderbar. Moving out. I'm ready. Okay. Jawohl. Heading out. We're not gonna make it. Run. Wieso ist der in Panik geraten? I'm ready. Running. Einer gerettet. I'm here. Sollte da wer auftauchen, können wir den auch direkt zerlegen. Making haste. Ich weiß halt nicht, ob die die Sachen in dieser Mission automatisch mitbekommen, weil das ja eine Evakuierungsmission ist. Das können wir natürlich weiterhin hier einfach irgendwo hinflanschen. 5x5. What's our plan? Mhm. So. What's our move? Das Sprungendingen macht da jetzt noch nicht so viel Sinn, wenn wir sowieso auf den warten müssen. I can make a difference. Let's go. So. Der kann sich nicht mehr bewegen. Der schon. I'll be there. Und damit haben wir alle. Da haben wir einen neuen Bösen. Need to rest. 5x5. All set. I'm here. Mhm. Ich verstehe nicht ganz, wie das mit der Kontrolle von dem ist. 5x5. Still alive. Ist schon ein bisschen komisch. Geh mal dahin. Also, wir haben hier unten irgendwo wen. Da. Der könnte da natürlich gefährlich werden. Die könnten verhältnismäßig einfach wegfliegen. Deshalb lasse ich die mal da stehen. What's our move? Mhm. Der könnte auch innerhalb von einer Runde weg.
laufen wir dahin. Overwatching. I'm here. Mhm. Moving to coordinates. They're not getting past me. Der kann nichts machen. Okay, der kann auch nichts machen. Und das war's, weil einer ja in Panik quasi war. Okay. Minus 6 Willenskraftpunkte. Wieso? Hat der irgendeine psychische Krankheit oder was? Einzug immun gegen Panik. Ah, genau diesen dumme Fass davor. Oh. Das ist aber nicht nett. Dann nutzen wir den auch noch. Nochmal schießt er nicht zurück. Den haben wir auch noch. Wo ist denn der das Fass, wo der gegen schießt? Da, aber da will ich doch gar nicht hin. Ich meine, er könnte halt einmal schießen. Wenn der aber dann daneben geht, dann bringt's nicht viel. Ja, ich probier's aber. Ja, die Chance ist zu gering, das sind 50% oder so. Wir können stattdessen den machen. Dann hier einmal eine Rakete draufsetzen. Das tötet den zwar nicht ganz, aber vielleicht noch ein bisschen mehr Blutung. Ja. Also hat jetzt nicht noch mehr Blutung gebracht, aber dann gehen wir jetzt hier noch. Gehen wir hier noch in Sicherheit. Der macht's auf jeden Fall nicht lang. Eigentlich wollte ich jetzt noch schreien. Aber anscheinend ist der nicht. Ach, da haben wir jetzt keine Willenskraftpunkte mehr für. Dann hätte ich den einen nicht machen dürfen. Da machen wir aber jetzt auch nichts mehr. Keep it together, operative. Keep it together, operative. Keep it together, operative. Ja, laufen wir mal weg mit dem. I'm on the move. Ach shit, der hätte. Hätte der noch schießen können mit dem anderen? Der ist doch nach vorne gelaufen. Wieso? Das sah ein bisschen so aus, wenn er noch 3 Punkte hatte. Was aber keinen Sinn macht. Ach klar, weil der eine Angriff kostenlos war. Das habe ich verplant. Dann hätte der auch noch schießen können. Dann hätte ich ihn auf jeden Fall gehabt. Okay, das war dumm. Zu spät. So, du musst durch. Damit haben wir 2.
Ich hätte das eigentlich nur gemacht, um damit mehr Schaden zu machen. Also dieses Spezialdings da. What's our plan? Ah, okay. Das sollte dann reichen. Aiming. Okay. Let's do this. Ich vermute fast, dass der jetzt wieder in Panik gerät. Ach, das ist doch doof. Wieso? Das macht überhaupt keinen Sinn. Das heißt, ich muss danach die Runde wieder warten, weil er dann wieder nichts macht. Und dann darf er sich wieder einmal bewegen und dann geht er wieder in Panik. Das ist doch bescheuert. Ja, da kann ich jetzt auch nicht mehr machen, als mit jedem weiter hier Overwatch einzustellen. Da oben ist auch schon jemand. Dann sollte ich den auch gleich angreifen. Wenn ich ihn sehen würde. Okay. Deaktiviert. Kopf. Wieso kann er mit der Pistole treffen, aber mit dem Gewehr nicht? Das macht keinen Sinn. Doch, wahrscheinlich, weil er die Waffe anders hält. Na gut. Wie viel hat er in Willenskraft? Genug, um das mehrfach zu verwenden. Ich glaube, da hat er die Waffe getroffen. Ready to fire. Na. Okay, ja, wahnsinnig viel macht der jetzt. Naja, der lebt aber noch. Also theoretisch. Theoretisch ginge da was. Stirb! Oh, die Waffe zerstört. Er hat aber immer noch eine Pistole. Let's make this happen. Okay. Ready. Na gut, von da aus. Hat er Willenskraft? Ja, aber nicht so viel, als wenn er damit zweimal schießen könnte. Ja, der muss hier warten. Du kannst natürlich Overwatch machen. I got this covered. Ja, Zug ist vorbei. Jetzt darf er wieder einmal laufen und dann gerät er wieder in Panik. Das ist doch dumm. Das kann aber ja so auch nicht gewollt sein.
Ich sollte wahrscheinlich besser darüber laufen. I'm on the move. Ja, komm. Der kann theoretisch in einer Runde da runter. Dann. Falsche Waffe. Holding position. Can't wait. I'm on Overwatch. All set. I'm here. Ist natürlich jetzt alles sehr nach Norden gerichtet. Mhm. Das war's. Der Depp kann weiter nicht laufen. Ich muss gucken, dass ich da jetzt aus der Schussbahn laufe. Ich habe jetzt quasi eine Runde, wenn ich das richtig sehe. Und muss da möglichst viel Land gewinnen, weil der dann möglicherweise direkt wieder durchdreht. Der hat aber dieses Mal nur 3 verloren. Beim letzten Mal da, glaube ich, 6 verloren. Der hat auch einen Willenskraftpunkt. Das heißt, der ist beim nächsten Mal wieder dran. Und dann muss ich wieder eine Runde warten, dass er sich fängt. Und das ist schon arg dämlich. Der Typ ist irgendwo da. Ja, wer weiß, was der, wo der dann nachher hinläuft. Ich lasse den aber auf jeden Fall kommen, den Gegner. Ich laufe jetzt nicht nach da vorne. Sondern ich muss auf jeden Fall kommen, schauen, dass der zu mir kommt, damit ich mit den anderen auch hantieren kann. Ready. Hier war doch auch, okay, genau. Let's move. Holding position. I got this covered. My turn. Das ist natürlich jetzt auch ein bisschen blöd, weil der ein bisschen von der Position jetzt wieder weggelaufen ist, aber das wird eh dauern, bis wir den darüber bekommen. Overwatching. Den stellen wir mal dahin. Ja. Da wäre es natürlich ideal jetzt, um dem das Kommando zu geben, zusätzliche Aktionspunkte. Aber da haben wir jetzt noch einen. Aber gut, ich meine, ich würde das jetzt mal als Bug sehen. Das kann ja irgendwo so nicht sein. Na, immerhin ist er nicht weit weggelaufen. Das wird trotzdem der erste sein, der angegriffen wird. Ich kann hier aber... So, dann wird der zumindest jetzt nicht angreifen können. Wird wahrscheinlich gar nichts machen. Die Runde wird aber immer noch nicht ausreichen, dass der hier hinkommt, glaube ich. Dann müssten wir also noch ein paar Runden hinhalten. Ja. Need to rest. Genau. Vielleicht wäre das auch das Virus, das da dem das Zeug geklaut hat, aber das ist ein bisschen viel.
Ja, den kann auf jeden Fall jetzt immer noch nichts machen. Jetzt müssen wir nochmal eine Runde warten. Wir können aber den wieder. Dann wird uns da auf jeden Fall nichts passieren. On Overwatch. Let them come. 5x5. Holding position. Die Gegner sollten eigentlich direkt auf mich aufmerksam geworden sein. Das wurde ja mit dem letzten Patch schon geändert, dass die Gegner also nicht, wenn sie als Verstärkung kommen, erstmal nur planlos rumwandern, sondern schon wissen, dass man da ist. Moment. Ja, genau. Okay. Ja, das kann er ruhig machen. Wow, okay. Verwirrt. Der muss... Ja, okay, dann war das wahrscheinlich doch das Virus, denn jetzt hat er nichts mehr abgezogen bekommen. Wir sind auf jeden Fall fast durch. Dann sollten wir ja beim nächsten Mal den rüberziehen können. Ja, der wird weiterhin nicht rüberkommen können. Leider kann ich jetzt mit dem auch nicht mehr springen. Das wird nichts, aber... Dann sprengen wir den halt. Oder auch nicht. Ich weiß nicht, ob der dann in Reichweite hierfür ist. Ready, sort of. So. Dann gucken wir mal, dass wir den möglicherweise von hier dann abdecken. All set. Mhm. All set. Hätte ich, wenn das tatsächlich durch das Virus kam, dann hätte ich wahrscheinlich den direkt heilen sollen. Damit hätte ich mir dann einige Runden erspart. Okay. Ja, minus 4 Willenskraft. Steht hier aber nichts von. Na gut. Aber das wird's dann gewesen sein. Jetzt haben wir jedenfalls alle gerettet. Und dann können wir jetzt auch mit allen abhauen. Channel open. Sprinting to position. Ja, getroffen.
getroffen. Eventuell, wenn die weg sind. Okay, ja, es war eine etwas schwere Geburt. Mhm. Du musst die Sondermission als Fraktion erfüllen. Ja, okay. So, jetzt muss ich mal gucken, was wir denn überhaupt als nächstes machen, weil die eine Gruppe, die ist noch am Nachhause fliegen und die muss dann erstmal rasten. Diese Gruppe hier. Oh, wir haben tatsächlich 3 Leute bekommen. Aha. 9 Rekruten ist zu wenig Platz in deinem Fluggerät. Oh, und die kann ich jetzt einfach irgendwo hin verfrachten. Was sollen diese Symbole hier bedeuten? Wofür steht das und wofür steht das? Eigentlich kann ich die im Moment überhaupt nicht. Na, einer ist ein Sniper, der könnte eventuell noch sinnvoll sein. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie viel mir da noch gefehlt hatten. Aber ich kann den natürlich erstmal nach Indonesien verfrachten und dann später woanders hinsetzen. Wir könnten auch einen nach Europa packen und die Gruppe weiter ausbauen. Wir müssten auf jeden Fall noch mehr Flieger holen. Machen wir mal alles nach Indonesien. Ich klicke mal hier drauf und guck mal, was passiert. Keine Ahnung, was das jetzt sollte. Das ist aber das Interface mal miserabel. Ist das der neue jetzt? Ne, das ist der neue. Oh, aber gut. Naja, was ist gut ausgerüstet? Er ist ausgerüstet. Halt mit diesem Schrott. Das ist wahrscheinlich dann auch Kappes. Schauen wir mal. Uragan-MG. Maschinengewehr der Unabhängigen. Und der macht Schaden 35, Zerfetzen 2, Salve 10, effektive Reichweite 11, Aktionspunkte 3. Ja, das ist alles Schrott, was die haben. Guardian-Rüstung. Da kann ich auch mal gerade gucken. Das ist jetzt hier eine Brecherrüstung. Ich vergleiche die jetzt einfach mal mit dem Starthelm. Gleich viel Rüstung, schlechtere Wahrnehmung. Genauso wenig Tarnung, noch schlechtere Genauigkeit. Okay, das ist alles Schrott, was die haben. Davon ist nichts zu gebrauchen. Und erforschen kann man die Sachen auch nicht. Das heißt,
den ganzen Kram kann man sofort auseinandernehmen. Ich meine, das sieht zwar irgendwie cool aus, aber ist leider kompletter Kappes. Dadurch kriegen wir natürlich auch nochmal schöne Ressourcen. Mhm. So, und was kann der? Mhm, das ist okay. Das ist Abwehrgeschütz und Handfeuerwaffenkenntnis. Abwehrgeschütz ist, glaube ich, das von einem Techniker. Das macht natürlich überhaupt keinen Sinn. Hier mehrere Waffenfähigkeiten. Na gut. Und dann haben wir aber noch irgendwo zwei andere. Wahrscheinlich. Da. Wo sind die jetzt gelandet? Ach, die sind noch auf dem Schiff. Okay. Da haben wir jetzt einen Stürmer. Biochemiker, das ist okay. Das ist auch gut. Das ist nicht so toll. Ist aber insgesamt okay. Ich habe jetzt bloß da zu viele Leute. Mit denen kann ich ja nichts anfangen. Das können wir auch verschrotten. Scrap Merchant Achievement. 3000 von 10.000. Mhm. Sieht auch wieder lustig aus, die Rüstung. Aber leider ist die Müll. So. Okay, und dann haben wir noch den Sniper. Viara SR. Schaden 100. Moment, ich guck mal gerade. Bei den Waffen. Scharfschützen, die machen normalerweise alle mehr Schaden. Und haben alle eine höhere Reichweite, außer naja, einen. Aber das ist auch wieder Schrott. Kann also alles zerstört werden. Das hat auf jeden Fall ordentlich was an Ressourcen gebracht. Ja, was kann der? Genauigkeitsbonus und weniger Schaden. Nochmal Scharfschützengewehr verbessert. Und ja, minus 4 Willenskraftpunkte ist aber okay. Und plus 2 Geschwindigkeit. Das ist auch nicht verkehrt. Ich meine, wegen den Granaten jetzt nicht, aber das ist halt 2 Geschwindigkeit, die man günstig dazu kaufen kann. Also der ist auch okay. Okay. Das Problem ist jetzt ein bisschen die Organisation, wie ich die Leute jetzt darüber bekomme. Ich glaube, was ich machen werde, ist, dass ich den Zeppelin, also ich werde die hier ins Lager packen. Hier werden die aber ja nicht gebraucht. Genau. Also da ins Lager und dann kommt irgendwann der Zeppelin an und holt die ab und bringt die dann woanders hin. Und da haben wir jetzt auch den einen Typen schon. Der aber mir hier auch eigentlich nichts bringt. Der müsste irgendwo anders hin transportiert werden. Aber den könnte man verhältnismäßig schnell darüber bringen. Wenn denn den hier benötigt wird. Hier haben wir halt nur ein Trainingsdingen und da haben wir 3, glaube ich, wenn das mal fertig wird. 4 sogar. Das heißt, hier ist er auf jeden Fall schneller trainiert. Das macht also schon Sinn, den hier zu halten, auch wenn wir den dann nicht verwenden. Wird repariert. Minus 13 Minuten. Ja. Okay, jetzt haben wir als die zwei Leute.
Und müssten mit denen halt wegfliegen, also beziehungsweise nach da unten die wegbringen. Wir könnten aber natürlich auch, die stören ja jetzt auch nicht, dass wir die hier im Gepäck haben. Und die Leute sind auch noch voll. Bis der Zeppelin da ist, dauert es auch noch Ewigkeiten. Die würden halt bloß davon profitieren, dass sie halt hier direkt diese Training für die Zeit bekommen. Also dahingehend würde es schon Sinn machen, dass wir die da hätten. Wo haben wir denn? Da haben wir noch eine Mission. Ganz weit unten. Würden die überhaupt dahin fliegen können? Ja. Nochmal ins Labyrinth. Das ist ganz oben. Gefroren muss aber natürlich auch irgendwann gemacht werden. Und da haben wir auch noch eine Mission. Die sind natürlich wirklich am anderen Ende der Welt. Alternativ könnten die aber natürlich auch hier diese Fragezeichen weiter aufdecken. Ich würde den einen ganz gerne wegbekommen. Beziehungsweise die zwei. Ist das der und der? Die sind beide hier auf diesem Flieger. Auf Helios 2. Dann würde ich sagen, bringen wir Helios 2 kurz nach unten. Fahrzeugstation in Indonesien repariert. Produktion abgeschlossen. Anvil 2 Rüstung. Hawk und diese Arme. Ich glaube, ich hatte aber auch, bevor ich das vergesse, wir hatten... Dem hatte ich, glaube ich, die Waffe gebaut. Virusgewehr? Sollte der nicht ein Virusgewehr verwenden können? Priesterklasse. Ah ja, okay, kann er doch. Ja, wunderbar. Die Granate braucht er nicht mehr haben. Mhm. Der steht noch da. Der müsste entsprechend jetzt woanders hin. Der könnte beispielsweise das erforschen, während die da unten das die Leute wegbringen und dann wieder nach oben fliegen. Und dann könnten wir eventuell nach oben, aber ich nehme auch mal an, dass da sehr bald ein neuer Angriff stattfinden wird. Ja, der fliegt dann nach oben. Gucken wir nochmal, werfen wir nochmal einen Blick auf die Forschung. Wir haben hier die Mutagenernte, 8 Stunden. Wir haben Produktion immer noch was eingetragen. Okay, wir haben ordentliche Ressourcen und hier das Zeug, womit wir die Charaktere dann ausbauen könnten. Oder wir könnten natürlich noch zusätzliche Gebäude bauen, aber ich glaube, damit sind wir ganz gut aufgestellt bisher. Kinetiklabor ist auch in einer Stunde dann fertig und dann könnten wir die Teile ersetzen. Mutationlabor in 3 Tagen, es dauert also noch. Genernte ist die Forschung. Genau, was ich jetzt nochmal gucken wollte, wir haben hier 4 Leute. Und wir haben hier in der Basis... Die Übersicht ist echt nicht gut. Indonesien. Also 5 waren da in dem Flugzeug und wir haben hier 2 plus den, der eigentlich jetzt so nicht gebraucht wird. Schaden und plus 20% Genauigkeit. Das ist Unsinn, das ist Unsinn.
Und das auch, der kann eigentlich nichts und der hängt da fest. Eigentlich lohnt es sich nicht mal, den rüber zu transportieren. Von daher kann ich den auch feuern. Dann verbraucht er nichts. Weil ich meine, anheuern kann ich die sowieso überall für Minimum an Nahrung. Was ist Minimum an Nahrung? Für 300 Nahrung oder sowas. Die 300 Nahrung sind wahrscheinlich weniger wert als der Transport, mal davon abgesehen, dass der Grütze ist. Also kann ich den auch feuern, weil der nichts bringt. Außer hier die Hörbereiche. Das macht auch keinen Sinn. Und das hier könnte man nehmen, aber... Der ist nicht wahnsinnig gut und der ist in der Basis einfach unnötig. Welche Ausrüstung? Achso, der. Ja. Du bist gefeuert! Okay. Genau, dann haben wir nämlich hier unser reines Sniper- und Techniker-Team. 4 plus die 2. Ein Priester wäre vielleicht jetzt auch noch nicht verkehrt, der dann noch irgendwas, die Willenskraftpunkte oder sowas erhöht, aber man kann halt ja nicht alles haben. Da könnte man den einen Sniper rüberbringen, aber das ist eine Sache für ein andermal dann. Für weit in der Zukunft. Ja, also wir könnten die versuchen anzugehen oder wir könnten da runterfliegen. Aber das würde so oder so Ewigkeiten dauern, bis die da ankommen. Und das Team, das hier das ist immer noch auf dem Weg zurück. Die können auch gar nichts machen. Ich gehe davon aus, und das können wir beim nächsten Mal, bevor wir dann loslegen, können wir einmal die Zeit vorspulen und gucken, wo denn die nächsten Angriffe kommen und ob die immer kommen und dass wir uns dann daran entsprechend orientieren, damit wir dann halt ein bisschen vorausplanen können. Aber ansonsten sieht es jetzt hier wieder ganz ordentlich aus. Diese Mission mit der Rettung, die hat mir extrem viele Ressourcen gebracht, glaube ich. Ich habe jetzt nicht mehr im Kopf, wie viel ich vorher hatte, aber ich meine, das wäre sehr viel gewesen. Ja, kann man natürlich gut verwenden, um dann die Leute auszubauen und gescheites Equipment zu bauen. Wir müssen auch noch wieder mehr von diesen Dingern klauen, mehr Flugzeuge. Und hier, das Team ist eigentlich zu klein. Diese 6 Leute, da müssten halt noch 2 dazu. Die bräuchten also nochmal ein zweites Flugzeug auch. Ja. Also sie bräuchten ein zweites Flugzeug. Die bräuchten überhaupt mal Flugzeuge, also auch ein zweites, weil im Moment sind die ja auch noch mit dem 5er unterwegs. Die brauchen also auch auf jeden Fall noch eins. Da oben ist auch wieder eins, das man klauen könnte. Ja, gut, dann soll es das erstmal gewesen sein. Also wie gesagt, beim nächsten Mal werden wir hier das Ding erkunden, mit dem die Typen runterbringen und dann eventuell auch hochfliegen und da ein bisschen abgrasen. Oder nachdem der eine das erkundet hat, fliegen wir direkt nicht nach unten. Ich glaube, es ist, wenn die einmal schon ein bisschen weiter nach oben sind, macht das wenig Sinn. Aber die sind ja hier und dann könnten sie da rüberfliegen. Und darüber. Dann kann man aber nur hinfliegen, wenn man weiß, dass dass kein zusätzlicher Angriff kommt. Weil das wäre dann problematisch. Na gut, das soll es gewesen sein. Ich danke fürs Zuschauen. Neue Folgen immer samstags und sonntags. Dann erstmal wieder ciao und bis zum nächsten Mal.